Die Planung und Umsetzung des Doppelhaushalts hat für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald eine große Bedeutung. Schließlich müssen die Ausgaben für alle großen und kleinen Vorhaben der nächsten 2 Jahre festgelegt werden. Der Weg dorthin ist meist mit einer intensiven Debatte verbunden, welche auf einer Bürgerschaftssitzung mit der Abstimmung sein Ende findet. So auch dieses Mal. Im Vorfeld hatten sich die Fraktionsvorsitzenden der SPD, CDU, Grünen sowie Linke und Tierschutzpartei auf einen gemeinsamen Kompromiss verständigt, welcher neben den bereits laufenden Kosten zahlreiche Vorschläge dieser Parteien umfasst. Es ist ein sehr umfangreicher Haushalt, den wir zur Beschlussfassung vorlegen. Ein Haushalt, der vor allem geprägt ist durch sehr große Bauvorhaben, die schon angefangen wurden, wie zum Beispiel das Zentrum für Life Science oder der Hansering und eine ganze Reihe von Bauvorhaben, die starten werden, Sanierung des Theaters zum Beispiel. Es ist uns natürlich wichtig, dass wir 3 Millionen Euro bereitgestellt haben für die Stadtwerke Greifswald, weil die dann vor Ort direkt Klimaschutzmaßnahmen machen können. Die Sanierung der Klaus-Groth-Straße war uns auch sehr wichtig, denn in dem Bereich liegt es doch sehr im Argen, sowohl für Fußgänger, Radfahrer als auch Autofahrer. Wir wollen natürlich die freiwilligen Leistungen weiter aufrechterhalten. Das ist ganz wichtig und ich denke, das ist uns auch gelungen. Als Hansestadt sehen wir uns da auch in einer Art moralischen Verpflichtung, niemanden auf dem Meer ertrinken zu lassen. Deswegen unterstützen wir die zivile Seenotrettung. Uns ist unheimlich wichtig, dass wir die Schule am Ellernholz vorankriegen und dass wir auch in diesem Doppelhaushalt Teile zum Humboldt-Gymnasium zur Sanierung mit implementiert haben. So, dann haben wir ein Begrüßungsgeld für neugeborene Greifswalderinnen und Greifswalder auf den Weg gebracht. Darüber hinaus war uns wichtig, dass die Bereiche ÖPNV, Radwege, Soziales dabei eine wichtige Priorität einnehmen. Bei Sport darf ich auch erinnern, zum Beispiel an die Sanierung der Greif. Auch die wird sich im Haushalt widerspiegeln. Die freiliegenden Katzen, die werden jetzt berücksichtigt, werden geschützt. Und wir haben hier die Wildvogel-Auffangstation mit gefördert. 180.000 Euro für den sogenannten Unternehmerlohn und 20.000 Euro für die Kulturschaffenden. Und als weiterer Punkt ist noch das Thema Lastenräder, Mobilitäts-App, dass wir in allen Stadtteilen möglichst Mobilitätspunkte haben werden und der Klimaschutzfonds für 50.000 Euro. Für die Umsetzung dieser und vieler weiterer Vorhaben braucht es eine große Menge Geld. Insgesamt etwa 130 Millionen Euro lässt sich die Stadt die nächsten 2 Jahre damit kosten. Für den Finanzausschussvorsitzenden David Wulff ist das eindeutig zu viel. Also für mich ist das am Ende kein Kompromiss. Der Kompromiss, der besteht daraus, dass die einen gesagt haben, wir wollen mehr Geld ausgeben und die anderen haben gesagt, so, na gut, aber dann wollen wir an anderer Stelle auch noch mehr Geld ausgeben. Also da wurden Grundsätze in der Haushaltsführung einfach missachtet und wir müssen einfach gucken, dass wir die Gesamtzahlen auch im Auge behalten. Laut Dr. Stefan Fassbinder sei der Haushalt zwar mutig, aber durch die gute finanzielle Situation der Stadt zu rechtfertigen. Greifswald hat ja einen wirtschaftlichen Aufschwung in den letzten 10 Jahren hinter sich. Und dadurch sind natürlich auch Reserven angesammelt worden und der Schuldenberg ist sehr gering, den wir in Greifswald haben. Wir haben in den ganzen letzten Jahren keine Kredite aufgenommen. Insofern können wir uns das jetzt auch zutrauen, diese Kredite aufzunehmen, um die Investitionen zu stemmen. Für David Wulff geht die Rechnung jedoch langfristig nicht auf. Wenn die Rücklagen aufgebraucht sind, würde die Stadt mit dieser Finanzpolitik jedes Jahr neue Schulden machen. Wir haben aktuell 34 Millionen Euro Rücklagen im städtischen Haushalt. Die haben sich die letzten Jahre angespart durch verschiedene Gründe, also aus verschiedenen Gründen. Und wir geben jetzt von diesen 34 Millionen, 30 Millionen bauen wir ab aus den Rücklagen in den nächsten 4 Jahren. Wir gehen quasi fast runter auf null. Wir haben ein jährliches Defizit von 5 Millionen Euro. Natürlich brauchen wir jetzt nicht die Rücklagen groß aufbauen, sondern wir sagen, wir geben das jetzt aus. Dann sind das für mich investive Maßnahmen. Das ist also das Aufholen des Investitionsstaus. Dafür hätte ich die Rücklagen ausgegeben. Aber ich hätte das nicht in die laufenden Kosten reingegeben. Und das ist das Problem. Die laufenden Kosten werden uns die nächsten Jahre auffressen, wenn nicht irgendwas Gutes passiert. Also da müssen wir in der Stadt schon Lotto spielen. Die gesamte Fraktion Bürgerliste, FDP und Kompetenz für Vorpommern stimmte mit David Wulff gegen den Haushalt. Mit dem Hinweis auf die ausgehandelte Reduzierung der neuen Personalstellen von 60 auf 30 ist der Haushalt für die CDU-Fraktion jedoch finanzpolitisch tragbar. Die linke Bürgerschaftsmehrheit blickt den Investitionen noch optimistischer entgegen und stimmte, wie schon vorher vereinbart, gemeinsam mit der CDU dafür. Also wir sind ja in einer schwerwiegenden Situation. Wir haben eine Corona-Pandemie, die beschäftigt uns alle. Und ich glaube oder wir glauben, dass Investitionen durch die öffentliche Hand absolut notwendig sind in dieser Zeit. Und deshalb ist es auch durchaus gerechtfertigt, mutig mit diesem Haushalt umzugehen. Und in der Vergangenheit, da sind wir auch ehrlich, sind die Haushalte, die Ergebnisse immer deutlich besser geworden als das, was wir ursprünglich mal geplant haben. Und wir halten es für absolut richtig zu investieren. In Schulen, Bildung, in Klimaschutz und Mobilität.
Bevor finanzielle Mittel für die neu hinzugekommenen Bestandteile bereitgestellt werden können, muss der Haushalt zuerst durch das Innenministerium genehmigt werden. Damit ist frühestens im Sommer zu rechnen.